Herzlich willkommen. Hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc: Spalten und Zeilen löschen. Spalten und Zeilen können einzeln oder gruppenweise gelöscht werden. Eine einzelne Spalte oder Zeile kann auf zwei Arten gelöscht werden. Mit Hilfe der Maus. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Wählen Sie eine Zelle, Spalte oder Zeile aus. Führen Sie darauf einen Rechtsklick auf den Spalten- bzw. Zeilenkopf aus, zum Beispiel hier auf C. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Spalten löschen bzw. Zeilen löschen. Spalten löschen. Mittels Tastatur gehen Sie dazu wie folgt vor. Bewegen Sie den Cursor in eine Zelle, die sich in der zu löschenden Spalte Zeile befindet. Drücken Sie die Tastenkombination Steuerung Minus. Wählen Sie in der erscheinenden Dialogbox Zellen löschen den Punkt ganze Spalte löschen bzw. ganze Zeile löschen aus. Ganze Zeile löschen. Okay. Mehrere Spalten oder Zeilen löschen. Sie können anstatt einer auch mehrere Spalten oder Zeilen auf einmal löschen. Führen Sie dazu folgende Schritte aus. Wählen Sie die entsprechenden Zellen, Spalten oder Zeilen aus, die Sie löschen möchten. Fahren Sie wie bei einer einzelnen Spalte oder Zeile löschen fort. Zum Beispiel C und D. Und dann Rechtsklick auf den Spaltenkopf und Spalten löschen anklicken. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.